So, und weiter geht's mit Pokémon Flame of Rage. Und ja, wir haben die Aufgabe von unserem Vater bekommen. Oh, wait, okay. Was ist jetzt los? You are busy, right? Your dad found me and told me to help you. Since you are starting your own adventure. Ja, hab ich vor, ne? Okay, this is Red. Okay, ja, er gibt mir jetzt einen Pokédex. Okay, er ist jetzt zu alt und so. Aha, aha. Ah, okay, okay, okay. Wir haben jetzt einen Pokédex von dem bekommen. Also seinen eigenen Pokédex, den er damals hatte. Also in der ersten Edition. Und leider sind die ganzen Daten gelöscht, weil es Team Rocket irgendwie kaputt gemacht hat. Und jetzt möchte er, dass wir das eben wieder auffüllen und so. Und wir schauen uns jetzt mal hier diese Stadt oder dieses Dorf an, was es so zu bieten hat. Okay, das ist eine Schule oder was? Auf Schule habe ich jetzt keine Lust. Aber wir gucken mal in jedes Haus rein. Ich möchte diesen Hack nämlich irgendwie jedem zeigen, so. Ah, ich weiß, was es ist hier. Die haben einfach die Häuser von Vertania City genommen und hier alles eingefügt, ne? Irgendwo da oben ist dann bestimmt die Arena oder so. Und der Typ hält uns jetzt auf und zeigt uns, wie man Pokémon fängt. Passt auf. Oder er gibt uns die Ruhmes-Datei oder wie das heißt. Ne, den Lernkanal, genau. Sims. Okay, ne, der macht nichts. Gut, gucken wir mal, was es hier so für Pokémon gibt. Das interessiert mich jetzt. Es wurden keine neuen hinzugefügt. Hier ist nur ein Taubsi. Aber ich hau mit meinem Hunduster hier schon mal richtig rein, ne? Wuhu! Gut, ne? So, weg vom Fenster. Way 39 XP Points. Irgendwie sind mir noch keine Trainer über den Weg gelaufen. Wo geht's da hin? Gucken wir erstmal nach da oben. Okay, hier brauche ich einen Zerschneider. Da rein. Hallo, jetzt komme ich aus dem Weg. Okay, was kämpfst du? Oh ja, der kämpft. So. Was hat der zu bieten? Käfer, ne? Der ist dark und hat ein Weedle. Was ist Weedle? Hi, Weedle. Okay, hier Amber. Oder Clute. Ich nenne es einfach Clute und fertig, ne? Auf jeden Fall ist das Ganze sehr effektiv. Wupp. Hey. Okay, und jetzt hat's Howl gelernt, also Heuler, nehme ich mal an. Und jetzt kommt wieder ein Weedle und wir changen das Pokémon nicht, ne? Ich bin gerade voll in dem Englisch-Rausch. Oh mein Gott, ne? Wop. Das Teil ist auch weg vom Fenster. So, egal, es gibt alles hier Erfahrung. So, jetzt kommt ein Kakuna, ne? Kakuna heißt es hier. Kakuna. Die sind ja witzig drauf, ne? Ich frag mich, wieso man das... Ah, okay, es waren bestimmt englische Leute, die das gemacht haben, aber egal. Ne, ich suche mal irgendwann, wenn ihr Bock habt, auf nach einem deutschen Pokémon-Hack. Und dann kann ich den vielleicht mal zocken, ne? Mal schauen. Okay, erstmal hier. Jo. Gut. Wir haben gewonnen. Wow, was für eine Kunst. Renn mal erstmal hier rein. Und renn da rein. Und so. Ich will jetzt so wenig Pokémon wie möglich begegnen. Aber die Brücke hier finde ich hübsch gemacht. Oh, Brücke. Okay, das sieht nicht gut aus. Kann ich da oben rum? Nein, das geht nicht. Ah, Mann. Yeah, Mann, Kakuna. Es kommt eine Hunduhr. Nein, ich habe mich verklickt. Ach, Mann, das wollte ich nicht. Ah, Mist. Egal. Harden. Okay, dann Harden mal, ne? Er hat einen Harden. So, egal. Amber. Los geht's, so. Haut drauf, mach einen Harden.
So. Gut, okay, Level 8. Schön, jetzt kommt nämlich der Käfersammler. Hallo. Oh, der will nicht. Das ist gut. Oh, das sind solche Rocket-Typsels oder so. Egal, wir haben Potion bekommen. Hallo. Paul, why do we have to catch Entei? Oh, die wollen Entei fangen. Okay. Sie wollen die Ryohi-Region da übernehmen und Entei fangen deswegen. Okay, ja. Wer ist das? What are you standing around? We have orders from my father. Ah, okay, okay, okay. Doesn't really matter, you hear it. Bla bla bla. Okay, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Now back ins Hauptquartier. Okay, das hier ist die Tochter von dem Führer, also von dem Anführer, ja. Ne, das wollte ich nochmal dazu erwähnen. Sie heißen Team Shadow, also Schattenteam, ne? Und dann schauen wir mal, was die so auf Lager hat. Ich glaube nämlich, das ist meine Rivalin. Und die hat ein Fiefchen. Aber ich habe ein Hundusterchen. Hat jemand Lust auf ein Wölkchen? Na, egal. Okay, das hat, wurde jetzt verbrannt. Das bekommt es immer so Brennschaden. Brennschaden. Naja, egal. Was auch immer. Und ja, es wird immer wieder verletzt. Das ist gut. Und jetzt ist es weg vom Fenster. Also mein erster Eindruck von dem Hexo, die Pokémon sind sehr einfach zu schlagen. Oder die Start-Pokémon sind einfach zu imbauen, zu unausgeglichen, ne? Und jetzt weiß sie, dass ich strong bin. Okay, sie will mich schlagen irgendwann und so weiter. Und jetzt guckt, oh, jetzt greift mich was an. Wer bist du? Ein Hornliu, ne? Hallo? Gut, run. Wir rennen away, ne? So. Und gucken uns hier noch etwas um. Wo geht's da oben hin? Da scheint mir wieder ein Käfersammler auf uns zu warten. Ja, bla bla bla. So, nach oben. Tutu. Ach, das war ja so klar. Nö. Käfersammler, du hast doch eh keine Chance. Ich weiß, ich habe noch einen Nidoran in meinem Team, aber irgendwie bringt es nicht. Deswegen, ja, ne? So. Ist das Teil hier weg vom Fenster, erledigt und goodbye, ne? So. Ja, Player defeated, ne? Gut, weg ist es. Schön zu wissen. Und wo geht's jetzt hin? Och nö. Ein Myra. Oh, okay, das fange ich mir natürlich. Das ist klar. Aber wie mache ich das? Wenn ich da jetzt einmal Glut reinhau, dann ist es weg. Ne? Also kommt jetzt Nidoran zum Vorschein. Das erste Mal. Wow. Ne? Okay. Odish. Das heißt Odish. Hallo, Odish. Auf Englisch heißt es Odish. Odish, Odish, Odish. Nein. Och man, wieso ist leer? Was ist leer? Ist es Silberblick oder was ist das? Absorb. Odish. Okay, das ist mir echt jetzt der Name, der ist hardcore. Odish. Was Pack? Pfund wahrscheinlich. Okay, ich probier's mal zu fangen. Vielleicht noch. Na, toll. Okay, es bringt eh nicht viel bei dem. Deswegen ich werfe jetzt einfach mal einen Pokéball. Back. Pokéball. Werfen. Mal schauen, was rauskommt. Ja, wir haben es bekommen. Das ist schön. Gotcha. Da unten steht Gotcha. Hammer. Aber ich spiele nicht Gotcha. Ich spiele Pokémon, ne? Grassland. Und bla bla bla. Das lese ich jetzt eh nicht auf Englisch vor. Aber ich würde gern wissen, wo es hier rausgeht, ne? Ach, das ist wieder so ein Odish. Ah, ich denke, gegen die hier können wir jetzt problemlos ankommen. Einmal Glut in die Menge rein und es... Oh, doch nicht weg vom Fenster. Was soll das?
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Aufgabe es ist, den Pokédex vollzukriegen. Also das ist mir klar geworden von der Story und so weiter. Aber ein richtiges Pokémon-Game kommt es natürlich nicht dran, ne? Und dass ich eine Rivalin habe. Oh, so ein Penner, der hat doch nur drauf gelauert. Meine Fresse. Naja, egal. So, zeig, was du kannst. Du hast eh nicht viel drauf. Bugcatcher. Metapod. Der Metapod. Na, jetzt gibt's kein iPod mehr, jetzt gibt's nur noch den Metapod. Wer da drauf geht, wird zu Metall. Ha, ha, ha. Oh mein Gott, meine Witze waren, glaube ich, auch schon mal besser. Also ein Charterbee. Was ist das? Charlie. Achso, Charlie. Ne, Charterbee. Niam, kabuff, weg. Alles super effektiv und ich habe Hunger wie ein Bär. So jetzt hier im Real Life, ne? So. Auf geht's. Noch ein Metapod. Huh, zum Glück kommt man hier sehr schnell durch, ne? Gut, so. Ja, wir haben es geschafft und so. Und jetzt geht's weiter. Und da unten lauert schon der nächste. So ein Penner. Okay, da ist das Hornliu. Ach, wir rennen weg. Auf, auf, wundervoll. Meine Güte, also das hier erinnert mich mehr so an den Vertania-Wald, ne? Aus Pokémon Rot, Blau, Gelb, Feuerrot und Blattgrün. Okay, ach, jetzt scheint es, als ob wir gleich draußen wären. Ja, es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus sogar. So. Gut, wer ist da jetzt? Might be little I won't like. Boom. Ja, okay. Anthony, okay. Ein Weedle kommt wieder zum Einsatz. Ach, die sind schnell weg vom Fenster. Okay, hier. Amber. So. Kein Problem für Basti, ne? So. Gut. Level 10, ne? Nicht nur das eine Punkt. Was ist ein Spinarak? Hab das gerade gelesen. Spinarak. Achso, ein Spinarak. Kein Weberak, sondern ein Spinarak. Na, okay. Ist natürlich kein Problem. So. Jetzt gucken wir mal. Ups, nee, da gehen wir nicht hin. Wir gehen jetzt da rein. Und oh, hi. Okay. Ja, bla bla, ne? Krieg halt nicht HM5. Egal, wir sind jetzt bei Route 2. Okay, und laufen einfach mal Sparrowdale. Okay, hi Sparrowdale. Okay, ist das hier das Rathaus? Hallo? Hier ist eine Bar. Okay, gehen wir mal rein. Hallo? Oh! Ah, okay, die suchen gerade nach der Samara. Oder wie die heißt. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. You drunk too much, sir. Shut up. Aber ich weiß es, hallo. Don't talk to my mother like this. Ach, das ist meine Mutter. Hi Mutti! Okay, ach nee, es muss. Ach nö, ne? Ja, der liegt da, betrunkener Drunk Man Adrian. Okay, was ist ein Spinner? Oh Gott, nee. Ja, guck mal, meine AP sind noch gleich am Arsch. Ne, also. Autsch. Meine Fresse. Okay, auf geht's. Ich will die jetzt besiegen. So. Ja, gut, es ist verbrannt. Das ist gut. Das ist gut. Aua. So. Nein. Mach's jetzt down. Amber.
So, gut. Und jetzt kommt noch ein Gulpin. Was ist ein Gulpin? Auf geht's, Gulpin. Lol, ein Gulpin. Ja. Oh nein, genau. Ey, was ist das für ein Kack? Oh, Mann. Gulpin, Mann. Jetzt penne ich, na toll. Probier's nochmal. Ich spul mal ein bisschen vor hier. Weil das kann ich machen in diesem Browser. Ja, gut. Ich meine in diesem Emulator und so. Gut. Klappt. So. Ja, wir haben den gekillt. Maybe you're right. I've had drunken this much. Ah ja, okay. Ciao. Hi Basti, ja, wir haben die Pokémon bekommen. Bla bla, trainieren und so. Sie will uns helfen und wir haben Great Ball. Was ist ein Great Ball? Super Ball oder was? Okay, Samara and you met in the forest. Ja, wir erzählen meiner Mutter gerade, dass wir die getroffen haben. Aber naja, soll's uns nicht weiter stören. Weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann, euer Basti.